Als Bundesminister Friedrich im Juli aus den USA zurückkehrte, glaubte er, was ihm gesagt wurde, nämlich, dass Recht und Gesetz eingehalten werden. Die Grundrechte der Deutschen werden gewahrt. Seine Kritiker nannte er naiv. Damit noch mal einen schönen guten Morgen. Muss man Sie jetzt nicht fragen, waren Sie naiv und gutgläubig? Also darf ich vielleicht mal richtigstellen. Ich habe im Juli in den USA gesagt, was für uns nicht akzeptabel wäre, ist, wenn deutsches Recht auf deutschem Boden gebrochen wurde. Ich habe die Amerikaner gefragt, ist das so? Haben sie gesagt, wir werden das prüfen. Das Zweite war, ich habe gebeten, dass man aufhebt die sogenannte 68er Abkommen, die der NSA erlaubt, in Deutschland geheimdienstlich zusammen mit den Nachrichtendiensten Deutschlands tätig zu werden. Das ist geschehen im August. Und es stand als Drittes die Frage im Raum, sind diese 500 Millionen Daten, die Monat für Monat in die USA gehen aus Deutschland, Daten deutscher Bürger? Und hat sich im August herausgestellt, das sind Daten, die aus Krisengebieten, aus Afghanistan, aus anderen Gebieten kommen. Und Stück für Stück wird der Sachverhalt aufgeklärt. Dass jetzt sich herausstellt, dass möglicherweise das Handy der Bundeskanzlerin ausspioniert wurde, ist ein Sachverhalt, den wir so nicht akzeptieren können. Und ich habe das damals auch in den USA gesagt, deutsches Recht auf deutschem Boden zu brechen, das wäre für uns völlig inakzeptabel. Aber das ist doch jetzt raus. Das stellt sich jetzt raus und jetzt muss es auch entsprechende Konsequenzen geben. Zunächst mal muss man sagen, wir haben ja noch den Verdachtsfall. Wir wissen nicht, in welchem Umfang abgehört wurde, wir wissen auch nicht, wie. Dazu soll es jetzt eine Delegation geben, die auch Näheres klärt. Die Amerikaner selber scheinen ja relativ wenig Informationen zu haben. Obama, auch Frau Feinstein aus dem amerikanischen Senat, hat jetzt gesagt, wir wollen das untersuchen. Und ich erwarte mir da mehr Informationen. Lassen Sie uns erstmal über die deutschen Zuständigkeiten noch mal sprechen, bevor wir dann den Blick auch in die USA werfen. Sie sind doch für die Sicherheit zuständig. Haben Sie das Gefühl, dass Sie Ihrer Aufsichtspflicht da wirklich nachgekommen sind? Und wenn Sie über Konsequenzen sprechen, müssten Sie nicht sagen, ich habe das falsch eingeschätzt, mir sind da Fehler unterlaufen und jetzt kommt die Klassikerfrage, Sie müssten eigentlich zurücktreten? Nein, auf keinen Fall. Also zunächst mal muss man sagen, wenn das stimmt, was wir jetzt hören, dann wird seit 10 Jahren werden Handyverbindungen abgehört. Ob das so ist, werden wir noch klären und werden wir vielleicht nie herausfinden. Aber Obama hat doch schon gesagt, er weiß es seit Sommer, dass das Telefon der Kanzlerin. Und wir haben darauf bestanden, dass es überprüft wird von Seiten der amerikanischen Regierung. Das hat die amerikanische Regierung, das hat der Justizminister mir ausdrücklich versprochen. Wir werden das überprüfen und das hat er auch gemacht. Und wir brauchen jetzt nähere Informationen, wie das Ganze passieren konnte. Wir werden jetzt darüber reden, über die Konsequenzen. Erstens, wie müssen die Beziehungen zwischen Europa, Deutschland und den USA auf eine neue Grundlage auch bei Datenschutzrecht gestellt werden? Da gibt es viele Vorschläge, die momentan auch zwischen Präsident Hollande und Frau Bundeskanzlerin Merkel diskutiert werden. Wir werden die Frage stellen, welche technischen Neuerungen müssen wir hier im Regierungsviertel machen. Aber das Dritte, und das ist vor allem wichtig, was müssen wir überhaupt tun? Und auch da gibt es viele Vorschläge zu einem IT-Sicherheitsgesetz, das ich im Frühjahr vorgelegt habe. Was müssen wir tun, um Netze in Deutschland, in Europa auch für die Zukunft sicherer zu machen? Denn Datenschutzgesetze zu erlassen ist das eine, aber die Sicherheit der Netze auch wirklich zu gewährleisten, das ist die eigentlich entscheidende Frage. Was ist denn mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz? Da muss man sich doch die Frage stellen, oder Sie müssten sich vor allen Dingen da die Frage stellen, entweder wollten Sie es nicht sehen oder Sie haben es nicht gesehen, was auf deutschem Boden passiert ist. Beides ist höchst peinlich. Also zunächst mal, wir haben das Bundesamt für Verfassungsschutz ja reformiert. Seit dem Frühjahr haben wir aufgerüstet, insbesondere die Abteilung Cyberabwehr, also Kommunikationstechnologie. Das ist ein besonderer Schwerpunkt. Ja, das hat wir ja haben einige andere. Funktioniert. Na ja, gut, also das ist ja jetzt im Frühjahr erst in Kraft getreten. Da gibt es jetzt erst Umschichtungen. Das muss ja jetzt auch laufen. Und dann müssen Sie natürlich eines sehen. Wir können nicht in die amerikanische Botschaft. Wir können nicht in die russische Botschaft. Wir genau, und deswegen, keine wen, Botschaft wollen, Sie denn, in den wen wollen Sie denn dann dingfest machen? Das haben Sie ja angekündigt. Gut, Sie wollen also jetzt Konsequenzen, ja. Sie wollen Fragen stellen. Ob Sie Antworten kriegen, steht auf einem anderen Blatt. Und was wollen Sie denn wirklich handfest machen? Wir werden, wie gesagt, mit den Amerikanern gemeinsam, die Amerikaner selber haben ja offensichtlich weniger Antworten, als wir bisher gedacht haben. Weniger Antworten, als wir Fragen haben, natürlich. Und ich denke, dass wir jetzt auch gemeinsam diese Fragen beantworten müssen. Und ich erwarte jetzt auch Kooperationsbereitschaft mit den Vereinigten Staaten. Und es ist völlig klar, wenn es jemanden gibt, der hier an der Botschaft oder wo auch sonst verantwortlich ist dafür und auch sich schuldig gemacht hat in dieser Frage, dann muss er entweder bestraft werden und wenn er Diplomat ist, muss er das Land verlassen. Aber Sie haben doch gerade schon gesagt,
gesagt, Sie haben gar keinen Zugriff auf die amerikanische Botschaft. Also das Schuldige herausfinden können, das wäre nicht das erste Mal, dass Angehörige von Botschaften des Landes verwiesen werden. Also solche Fälle gibt es durchaus öfter. Aber natürlich, das ist immer auch eine Frage der Sachverhaltsaufklärung und der Beweisführung. Keine Frage. Präsident Obama soll mit Angela Merkel telefoniert haben und ihr zugesichert haben, er wüsste es erst seit dem Sommer und er hätte es dann sofort abgestellt. Das Abhören ihres Handys, also das der Bundeskanzlerin. Glauben Sie ihm das? Also wenn es so war, ich war bei dem Telefonat nicht dabei, dann zeigt es, dass offensichtlich unsere Bedingung oder unsere Forderung, ihr müsst das überprüfen, was da passiert ist, umgesetzt worden ist. Und ich habe keinen Zweifel, dem amerikanischen Präsidenten nicht zu glauben. Aber wie gesagt, ich weiß, war bei diesem Telefonat nicht dabei. Aber Sie haben ja vorher bei Ihrer Reise auch denjenigen vertraut, mit denen Sie gesprochen haben. Der Kanzleramtschef Pofalla hat sich nach der Sitzung im parlamentarischen Kontrollgremium hingestellt und hat gesagt, diese Debatte ist vorbei. 82 Millionen Deutsche waren entsetzt. Jetzt kommt das Thema auf den Tisch nach der Wahl. Das hat sich bezogen auf die 500 Millionen Datensätze pro Monat in die USA. Da hat sich herausgestellt, das sind nicht die Daten deutscher Bürger, sondern es sind Daten aus Krisengebieten. Nochmals, und das ist auch im August so beantwortet worden. Ich habe nach wie vor Vertrauen in meinen Kollegen Eric Holder, dem amerikanischen Justizminister, der mir sehr offen im Juli gesagt hat, ich werde das alles überprüfen lassen, ich kann dir jetzt keine Antwort geben. Also Sie glauben wirklich, Ich habe sehr viel Vertrauen in Lisa Monaco, die Terrorabwehrspezialistin von Präsident Obama. Wir dürfen jetzt nicht einen Fehler machen, dass wir alle unsere guten Beziehungen und notwendigen Beziehungen zu den Vereinigten Staaten in Frage stellen. Eine kurze Frage noch. Sie glauben also sowohl Obama und auch seinem Umfeld und Sie sagen, dass der amerikanische Präsident von all dem nichts weiß, was seine NSA, CIA und sonstige Geheimdienste tun. Also nochmal, ich muss das jetzt erstmal so akzeptieren, dass er sagt, ich habe davon nichts gewusst. Wir werden jetzt die Sachverhalte klären. Die Amerikaner, wenn ich das richtig verstehe, auch von heute Morgen, die Meldungen werden ihrerseits sich genau anschauen, was macht unsere NSA eigentlich. Und es gibt durchaus den einen oder anderen Hinweis, dass möglicherweise sich das eine oder andere im Bereich der Nachrichtendienste verselbstständigt hat. Das darf nicht sein in einem demokratischen Staat. Das sehen wir so und das sehen die Amerikaner so. Herr Bundesinnenminister, vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch. Die Debatte wird weitergehen. Absolut. Sie haben viele Fragen. Wir sind gespannt, ob Sie darauf auch Antworten bekommen und vor allen Dingen daraus Konsequenzen ziehen.